Warum ist das Misstrauensvotum angewählt? Ja, so ist besser. Ich habe Tains Schriftrolle direkt vor dem Organ des Erinnerungssammlers laut vorgelesen. So konnte ich die Gefangenen befreien. Tain sollte dankbar dafür sein, dass ich seinen Wunsch erfüllt habe. Jetzt gucken wir erstmal kurz, was hat das da oben angerichtet? Wir können uns ja zum Glück in den Hallen frei bewegen. Mittlerweile. Je nachdem, wie viele uns dankbar sind, laden wir neu und töten sie alle. Bei Berkana haben wir ja jetzt gerettet. So, hier haben wir nur zwei Habitate und ein leeres Gehege. Oh, wir haben auch immer noch die Halle mit dem Kind. Ach, die sind weg. Happily. Irgendwie wird hier ein komischer Schatten geworfen. Ach, von der Büste hier? Nö, kann nicht sein. Ups. Ich muss wohl leider das Kind mal töten. Watch your fire. Someone needs us. Stand together. Ah, das funktioniert doch nicht ganz so gut. Zum Glück haben wir auch Autosaves, dann brauche ich das Quicksave nicht laden. Also ja, das Kind bleibt immer noch in seiner Zelle. Irgendwas hat es mit dem Kind auf sich. Ich habe wirklich so das Gefühl, dass wir das Kind töten müssen. Ich will eigentlich kein Kind töten, aber... Also ja, nach hier. Das heißt, in die nächste Ebene, zum Eingang der Sammlung. Es kann auch sein, dass jetzt alle Gehege leer sind. Weil die Valiana und die Huana unten, die sind weg. Nach oben brauchen wir nicht gehen, da sind nur die Vitrak-Nester.
Also ja, wir können die Orgelhorne zerstören, das dürfte aber auch nicht viel ändern. Okay, wenn wir hier aufmachen, ist alles aggro. Tschüss. So, aber wir können vor dem Kampf nicht entkommen. Ah doch, wir sind aus dem Kampf raus. Tantchen und Schneebären. I'll see what I can find. Wenn ich hier aufmache, die werden auch alle aggro. Rattungehege, aber die Rattun selber sind abgehauen. Retter im Untergrund? Was habe ich jetzt freigeschalten? Öffne alle Käfige in den Sammlungen. Ah. Schließe den Flügel mit der Sammlung. Grausamkeit gegen Tiere. Ah, sicher nicht. Hey, cool, die Xaurips sind auch weg. Sind aber geschockt. Okay, was ist hier? Ist hier was passiert? Freedom is long overdue for those poor wretches in the collections. Now they're leaving the nest, ripe with ideas and new potential. Höchste Zeit, dass dieser Abenteufel in der Sammlung befreit worden ist. Verlassen Sie das Nest voller Ideen und mit ganz neuem Potenzial. Er seufzt und wischt sich eine Träne des Stolzes aus den Augenwinkeln. My little thought bombs are all grown up. Meine kleinen Gedankenbomben sind erwachsen geworden. Was? The Hand Occult uses this place to rewrite history, obscure the truth, and spin fiction into reality. Now, we've turned their own weapons against them. Die okkulte Hand nutzt diesen Ort, um die Geschichte neu zu schreiben, die Wahrheit zu verbergen und Fiktion zur Realität werden zu lassen. Jetzt haben wir ihre eigenen Waffen gegen sie gewendet. I wrote a fringe benefit into our spell. The prisoners who knew too much might feel extra talkative once they return to society. Secrets which the hand wanted obscured will be brought to light. Ich habe mir bei unserem Zauber noch einen kleinen zusätzlichen Spaß erlaubt. Die Gefangenen, die zu viel wussten, fühlen sich möglicherweise besonders gesprächig, wenn sie in die Gesellschaft zurückkehren. Die Geheimnisse, die Hand vertuschen wollte, werden jetzt erst recht ans Licht kommen. All it took was sipping a few motes of power from Wal's body. Dazu benötigte es nur ein paar Körnchen der Macht von Wales Körper. Tain studiert seine Fingernägel und seufzt. You are a child playing with explosives. Du bist ein Kind, das mit Sprengstoff spielt. So you would have left them alone to do unimaginable harm, all in the name of responsibility? Noted. Du hättest sie also im Namen der Verantwortung allein gelassen, mit unvorstellbaren
um unvorstellbaren Schaden anzurichten. Alles klar. Bostonago. I would have killed them, as the Watcher should have. Ja, müssen wir mit Nebenwirkungen rechnen. Du hast mich benutzt. Ich werde nicht noch einmal den Fehler machen, dir zu vertrauen. Ah gut, weil Götteskörper ja so stabil sind, dass wir einfach auf gut Glück an ihnen herumfuschen können. Ich mach mal den Sarkasmus. Don't act so surprised. I did warn you. Tu nicht so überrascht. Ich habe dich gewarnt. Sie lässt einen tiefen nasalen Seufzer los. No need to be glum. Whatever scheme the Hand Occult wanted to accomplish here, we've set it back. Kein Grund, so mürrisch zu sein. Was auch immer die okkulte Hand hier plante, wir haben es vereitelt. Was für Geheimnisse könnten die Gefangenen haben? All kinds of secrets. Wars that should or shouldn't have started. Scandals. The kinds of things you learn from peering through the wrong keyhole. Alle möglichen Geheimnisse. Kriege, die geführt oder vermieden werden hätten müssen. Skandale, alle möglichen Dinge, die man so erfährt, wenn man durch das falsche Schlüsselloch guckt. Not knowing is the real fun of the thing. Es nicht zu wissen, daran liegt doch der Spaß bei der Sache. Was lässt sich glauben, der Plan der Hand wäre ruchlos? I'm not saying it was. There's might be a carefully organized plan to steer us toward a better future by embellishing some facts and obscuring others. Ich sage nicht, dass er das war. Sie könnten geplant haben, uns in eine bessere Zukunft zu führen, indem sie einige Fakten aufhübschen und andere verstecken. Can you say you've met a single person who deserves that kind of authority? I sure can't. And I'm Tane. Aber hast du schon jemals auch nur eine einzige Person getroffen, die es verdient hätte, die Geschichte auf solche Weise zu lenken? Ich nicht. Und ich bin Tane. Er lächelt und zuckt mit den Schultern. Nur ein einziges Mal möchte ich jemandem einen Gefallen tun, ohne dabei die Welt zu verändern. Occupational hazard. You should consider early retirement. Hanging up the old cloak. Maybe get yourself a nice castle. Wir hatten ein gemütliches Schloss. Berufsrisiko. Du solltest den vorzeitigen Ruhestand in Erwägung ziehen. Das Heldendasein in den Nagel hängen. Vielleicht besorgst du dir ein gemütliches Schloss. Ja, wie gesagt, ich hatte eins. Right. Sorry. Du mich auch. Oh, richtig, tut mir leid. I found these beauties tucked away and thought you might give them a good home. There were more at first, but I lost a few to a juggling accident. Ich habe diese Schönheiten gut verstaut gefunden und dachte, bei dir sind sie vielleicht gut aufgehoben. Zuerst waren mehr davon da, aber ich habe ein paar beim Missgeschick beim Jonglieren verloren. Tane reicht dir eine Handvoll Volitäler Sprengstoffe. Die okkulte Hand verwaltet die verstorbenen Hallen, korrekt? Es würde mich überraschen, wenn die meisten Mitglieder der Hand überhaupt wüssten, dass es diesen Ort gibt. They want the world to think they write travel guides and circulate pamphlets of local history. It gets shady when you read past the margins. Things don't always add up. Sie wollen, dass die Welt denkt, sie würden Reiseführer schreiben und Schriften zur lokalen Geschichte in Umlauf bringen. Aber hinter den Kulissen geht es zwielichtig zu. Die Dinge passen nicht immer zusammen. Not even the hand could tell you which facts they edited for convenience's sake, which ones they spelled out and which ones they spelled wrong. And this could be where it all happens. Nicht einmal die Hand selbst könnte dir sagen, welche Fakten sie aus Bequemlichkeit weglassen, welche sie aufgeschrieben haben und welche sie falsch wiedergegeben haben. Und hier könnte das alles ablaufen. Zurück zu meinen anderen Fragen. Lebe wohl, wir laden. Ich lasse doch keine Gedankenbomben oder wie auch immer auf die Welt los. Und von dem Typ verarschen lasse ich mich auch erst recht nicht. Verarschen wir zurück. Also ja, ich hatte eigentlich eh nicht vor, den Leuten ihren Verstand zurückzugeben. Ich wollte einfach mal nur sehen, was dabei passiert. Gut, wir sind wieder da. Was genau macht das Teil bitte? Gewährt nach einer Rast die Effekte des Weißblattes. Weißblatt. Haben wir hier Weißblatt? Das ist Rieselschwamm. Das ist nichts. Komm, du kriegst mal ein paar Schriftrollen, die du dann auch einsetzen kannst.
Okay, für das Zeug brauchen wir mehr Arcana.